Wir merken uns und wir lernen aus dem letzten Run, Feuer ist zwar ganz nett, aber mit der Dead Onion Low Range plus Explosion vor deiner Fresse ist gleich Selbstmord. Yay. Ja, in diesem Sinne muss auch ich einen neuen Run natürlich starten. Meine Stats besagen 10 Deaths, 13 Mom Kills. Ich bin enttäuscht langsam von mir. Ist nicht meine gewohnte Kost. Und Kane, du hast mich wieder enttäuscht. Nur weil du... Oh mein Gott, was habe ich denn jetzt Geiles? Ich habe mit Lazarus immer noch nicht durchgespielt. Komm, los jetzt. Lazarus finde ich richtig scheiße. Lazarus? Braucht man Lazarus doch nur einmal ein richtig krasses Item. There we go, Technology. Erste Item, Raum, Technology. Läuft. Lazarus, jetzt oder nie. Jetzt oder nie, ohne Witz. Ich drück seine Starterpille auch nicht, ne? Ich drück die jetzt nicht. Ist eh nur Health Down oder so. Ich hatte einmal eine gute und das war Luck Up. Sagt alles, oder? Sagt alles. So geil ist es doch gar nicht, was ich habe. Brauche jetzt noch spektrale Tränen, also spektralen Laser und die Sache ist hier gelaufen. Das muss mein erster Lazarus Kill werden. Das muss einfach sein. Alles andere wäre eine Frechheit. Irgendwie ist bei mir jetzt jeder zweite Schuss oder jeder vierte ein Schuss in alle vier Himmelsrichtungen. Okay. Und die Mini-Girdies zum Start. Alles klar. Mal sehen, was das auf Schaden macht, so auf Dauer. Pin. Ich habe jetzt Pin als Gegner. Nur um nochmal. Okay, okay. Ja, ich hatte den, glaube ich, echt noch nie als Startgegner. Unnötig Schaden genommen. Technology ist halt schon sehr, sehr, sehr nice. Kannst halt hier hinten parken. Da passiert nichts. Stammzellen, mehr HP, läuft. Was sagt der blutige Seite oder so mit Halbmond mit Tropfen nach unten? Definitiv Spirit of the Night, Halbmond nach unten. Mr. Freddy. Definitiv. The Pact ist zwar auch nett, aber... Spirit of the Night ist Fliegen und spektrale Tränen. Würde ich im Übrigen für diesen Run auch feiern. Oh, der nimmt einfach beides. Das ist auch clever. Problem gelöst. Scheiße, macht er nämlich Schaden und kann fliegen und macht spektral. Ja, ist eine geile Kombo. Fehlt nur noch der Mark und dann ist er OP. Und ich kassiere gerade zu viel Schaden. Weniger auf den Chat luren, mehr konzentrieren. Boah, wie lange es dauert, bis die mal down sind. Ich brauche aber jetzt auch ganz dringend Pentagramm oder sowas. Schadensupgrade, weil ansonsten könnte sich das etwas ziehen. Monstro, als Champions-Version. Wenn du keine vernünftigen Schadensupgrades bekommst, dann ist auch wirklich super kacke. Also dann... Ich habe noch irgendwie keine Chance ab einem gewissen Punkt. Das, oder ich zumindest nicht. Dafür ist mein Movement einfach zu schlecht, dass ich. Ja, richtig. Wenn du kein Damage-Upgrade hast, brauchst du extrem krasses Movement. Und das entwickelt sich halt erst über viele, viele Stunden Spielzeit. Ich kriege im Übrigen gerade von Monstro auf einen Sack von der Champions-Version. Ich glaube, ich packe ihn nicht.
Das wäre hart, wenn ich jetzt meinen Technology Run wegwerfe. Nein, tue ich nicht. HP ab. Oh, jetzt darf ich es aber echt nicht wegwerfen. Jetzt habe ich 5 Leben gleich. Mit Lazarus? Der startet mit 3, ne? Ja, der startet mit 3. So, Itemraum. Hau was raus, Spiel. Hau was raus. Homing Shots. Ich würde schreiend aus dem Zimmer rennen. Boah, es macht echt keinen Schaden, teilweise. Unnötig. Gertie, unnötig. Prayer Card. Na klar. Noch mehr HP ab. Machen wir so. Das machen wir so. Ich habe eh schon 2 HP-Ups bekommen, jetzt kriege ich noch ein drittes. Das heißt 6. Steam Cell. Ich habe auch 6 Herz-Container, also 6 richtige Herz-Container. Ja, 6 richtige Herz-Container in Catacombs 1, wohlgemerkt. Aber mit. Das ist schon hübsch. Aber es macht keinen Schaden und genau das wird mein Problem dann spätestens bei den Bossen später sein. Es, schaut euch das an, ich habe gerade voll drauf gehalten auf alle 4 gleichzeitig. Es macht so wenig Schaden. Wir hatten vorhin schon mal einen Technology Run, da war dasselbe Problem, einfach keinen Schaden gemacht. Wow. Und danach brauche ich auch so langsam. Mal eine Isaac-Pause, das geht ganz schön auf den Daumen. Das ist das Schöne am Spiel mit Controller, du drückst einfach nur in eine Richtung und er schießt durchgehend. Ah, klar. Ja, lässt auch mal eine Bombe fallen, damit wir hier mal aufeinander kommen. Mr. Mega. Ne, Mr. Boom. Ne, kann ich natürlich nicht mitnehmen. Sorry, Mr. Boom. So wird das nichts mit uns. Ganz ehrlich, die Starterpille ist eh scheiße. Schlüssel bräuchte ich für einen Itemraum. Warum laufe ich denn in die Stacheln nicht, Idiot? Boah, das Zeug, ne? Wenn du Technology nicht sofort mit Polyphemus oder so verbinden kannst, macht das auch echt keinen Schaden. Das zieht sich so krass. Fast reingelaufen, weil ich in den Chat schon wieder geguckt habe. Ja, das machen wir mal. Ach, ich habe einen Skeleton Key, stimmt. Stimmt, sonst hätte ich jetzt auch nicht in den Shop gehen können. Vielen Dank. Loki's Horns, Cross Tears, was ist das? Wie wirkt sich das mit Technology aus? Gar nicht, war ja klar. Cross Tears? Ja. Doch! Ja, doch. Oh doch, tut es doch! Aber es schießt nicht dauerhaft, das ist das, was ich auch gerade habe. Nee, das ist ganz selten, geht in alle Richtungen, aber der Laser, ne?
Ja gut, Laser in alle Richtungen ist natürlich... Wow. Ich meine, wenn du es nicht kontrollieren kannst, ist irgendwie... Hm. Aber dann wäre es auch richtig krass. Ja, ja. Dauerhaft in alle Richtungen schießen würdest. Oh. Ich will endlich mal Mom's Knife haben. Ich will wissen, ob Mom's Knife auch in Rebirth immer noch so mega krass OP ist. Ganz ehrlich, ich finde Technology gar nicht mal so geil. Ganz ehrlich. Ich habe das Gefühl, dass sich auch der Laser nicht so gut kombinieren lässt. Okay, ich glaube, das ist ziemlich cool. Ich habe jetzt Orbiting Tears. Ja. Und da platzen die Sachen ja nicht mehr an Wänden. Das ist ziemlich geil. Okay. Das geht quasi durch alles durch und umkreist dich dann. Das ist ja das, was du hattest mit Brimstone. Ja, ja. Die Krone, ich glaube, die haben wir sogar zum ersten Mal jetzt. Ist auch nicht so einfach damit zu spielen, wenn du ganz normale Tränen hast. Ich hoffe, dass ich diesmal aber wirklich irgendwas Krasses kombinieren kann mit Technology, weil ansonsten enttäuscht es mich ein bisschen. Okay, ich glaube, Orbiting ist gerade noch nicht so geil. Ich hoffe, ich krieg noch irgendwas. Außer Pillen ohne Ende. Und jetzt kommt auch noch Gertie. Was so ziemlich das Ungünstigste ist, was passieren konnte, wenn ich hier nicht kontrolliert auf diese kleinen Scheißdinger da schießen kann. Alter, ich seh's, dass das Bild flackert, aber das liegt nicht an mir. Bei mir flackert's nicht. Was kann ich dafür, wenn wenn Twitch sich denkt, oh, flackern, neues Feature im Bild. Alter. Bei mir flackert ein Scheiß. Oh mein Gott. Boah, Technology macht einfach keinen Schaden. Was macht der Katzenschädel? Der Katzenkopf? Guppies? Vermutlich, ja. Ja, der spawnt Fliegen. Jeden Raum. 2 bis 4. Und der Katzenschwanz, hattest du den schon? Guppies Tail, ja, hatte ich auch. Guppies Tail verwandelt Herzcontainer in Seelenherzen. Dann gehen wir einfach weiter. The Inner Eye, Triple Shot. Ja, okay. Das wäre jetzt, glaube ich, mit Orbiting ziemlich fett. So, ich habe jetzt Triple Shot. Autsch. Dummerweise nicht ganz so geil, wie es klingt. Schieß jetzt zusätzlich zum Laser noch alle 5 Sekunden nochmal so einen Dreier-Tränenschuss. Ja, es ist nicht übergeil. Das erste Mal, dass ich die Leiter benutze. Okay, mit Orbiting kann auch ziemlich anstrengend sein zu spielen. Freu dich auf die Chocolate. Das ist anstrengend. Oh, und anstrengend ist auch keinen Schaden zu machen. Mit Technology. Wirklich. Ich komme mit normalen Tränen. Bin ich natürlich schneller.
Oh, es ist bitter, wenn überall Tränen sind, nur nicht da, wo der Gegner gerade ist. Ja. Wo geht's hin? Verwandelt mich die Empress, verwandelt mich nur für einen Raum in. Ja. Für einen Raum in den Teufel. Beziehungsweise in die Hall of Babylon, muss man ja sagen. Ich hatte noch nicht einmal Cancer. Sehr enttäuschend. Nicht, dass ich es jetzt wollte mit dem Run, aber ich hatte noch nie Cancer. Ich brauche irgendwelche Effekte für meine Tränen. Ich glaube, The Orbiting kann in Kombination ziemlich geil sein. Alleine ist es, glaube ich, nicht so fett. Ja, schaut euch das an, ey. Wie lange ich auf diese Kackviecher drauf hau, das macht einfach keinen Schaden. Wenn ich sofort ein Damage-Upgrade kriege, dann wäre ich hier echt noch nervös. So sehr ich Technology liebe, ne? Aber es macht einfach keinen Schaden. Ah, ist doch scheiße hier. Schon. Oh. Piercing Shots. Das ist ja fett. Okay, es wird besser. Who the fuck is the Dark One? Wer ist the Dark One, Bodo? Der ist nicht so stark. Der macht's dunkel und dann macht er Roar. Wie Roar fliegt er durch die Gegend. Er hat schon Brimstone. Er hat einen Brimstone-Schuss, Alter. Das reicht, damit er scheiße ist. Ja, ach, das ist der, gegen den ich von. Dass ich zwei Versionen davon hatte. Vorhin in einem großen Raum. Mit dem einzigen Unterschied, dass ich jetzt abgrundtief wenig Schaden mache. Also es ist eine scheiß Idee, direkt vor seinem Mund zu stehen. Weil dann gibt er die aufs Maul. Dadurch, dass ich Technology habe, ist er ab und an mal ganz hell in dem Raum. Oh mein Gott, das zieht sich ja. Oh, ich kämpfe auch gerade gegen The Dark One. Double ach, Trouble. Ach was. Ja. Schwer ist er nicht. Wie gesagt, mit jeder normalen Tränenkombination wäre er schneller down. Aber dadurch, dass ich mich ja für Technology entschieden habe. Zieht sich das wie Kaugummi. Nein. Oh. HP ab kriege ich und nochmal durch die Prayer Card. Nochmal bedeutet. Lieber Bodo, ich habe in den Devs, ich bin jetzt in den Devs, 10 Herzcontainer. Nein, 9, schon wieder. Double Trouble war ja gerade extrem nervig. Aber wirklich extrem nervig. Double Trouble? Hieß der Gegner so? Nein, Dark One in Double Trouble. Ah, okay. So, jetzt bekomme ich vom Endboss einen Skeleton Key. Herzlichen Glückwunsch! Scheiß ich doch jetzt mal auf die Zeit und durchsuche hier noch alles. Vielleicht gehe ich dann doch nochmal in den Shop. Boah, schaut euch an, wie lange es dauert, bis die down sind. Uiuiuiuiui, ist das anstrengend. Marmel unter 20 Minuten schaffe ich eh nicht mehr. Oh.
Na, fuck. Gut, dass ich mich dafür entschieden habe. Ich habe die Bibel gefunden. Ich habe gewonnen. Kann man so sagen, ne? Ich liebe die Bibel. Sie macht dieses Spiel so einfach für mich. Oh, das ist so ein blaues, so ein Mega-Item, glaube ich. Sagi, irgendwas penetrate. Oh mein Gott, Bodo, ich schieße jetzt so, keine Ahnung, drei Raketenprojektile und ich mache diesen Quadshot zu allen Seiten sau oft. Wow. Okay, weil er so viel. Ich weiß nicht, was ich da gerade aufgesammelt habe, ich kannte das Item nicht. Aber irgendwie scheint es geil gewesen zu sein. Überhaupt alle blauen sind ziemlich krass, habe ich das Gefühl. Also ich muss sagen, The Orbiting kombiniert sich mit Piercing Shots natürlich ziemlich geil, weil die Tränen nicht direkt verschwinden und oh ja, umso mehr um dich herumfliegen und nicht verschwinden, desto mehr Schaden machst du natürlich. Ja, auch. Das stimmt wohl. Das bockt sich schon ziemlich. Ach, Mom wird gleich einfach so schnell verrecken, ist das schön. Oh, zweimal dieselbe Pille, ich riskier's. I can see forever. Ja, ist okay. Ist okay. Ich kann die Schokolade, die hier liegt, nicht einsammeln. Die Schokre! Sag mal, spinne ich oder werden die Räume echt irgendwie ätzender mit der Zeit? Weiß ja nicht, aber. Oh, was ist das hier? You feel refreshed and protected. Virgo. Oh, das ist eine geile Kombi. Das ist eine geile Kombi. Ein Raum, dann da rein. Oh, das ist böse. Das ist böse. Das ist böse. Guckt euch jetzt mal Folgendes an. Ich bin jetzt hier. Habe meine Prayer Card voll. Zünde jetzt meine Prayer Card. Lade sie hier komplett auf. Hab Full Health. Hab noch einen Herzcontainer, mein 10. Und ich habe garantiert noch 6 Räume bis zum Boss. Wo ich den Scheiß nochmal aufladen kann. Geil. Dann möchte ich doch einfach mal sagen, das ist geil. Dann habe ich 11 Herzcontainer in den Deaths 2. 11. Scheiß auf Seelenherzen. Ich habe einfach mal. Da ist Mom. Normale Herzen. Mom, kann man mal machen. Kann man mal machen. Wow, warum habe ich jetzt Flügel? Warum kann ich fliegen? Durch die Bibel? Ja. Ach ja, stimmt, in den einen Raum. Jetzt kriege ich. Ja, danke für nichts, Evil ab. Scheiß drauf. Up to the womb. Wow, ich bin optimistisch, dass das ein Mom-Kill wird. Oh, der Bodo! Was mit der Bibel nicht so schwer sein sollte. Das stimmt aber wohl. Aber ich sollte aufhören, große Töne zu spucken. Richtig, du bist schneller down, als du gucken kannst. Noch bin ich nicht durch. Da müssen nur einmal Maulwürfe kommen. Ja, die Maulwürfe. Ich muss den Raum, wie gesagt, muss ein bisschen was klären hier. Das war da tragisch. Na. Okay, sieht gut aus, sieht gut aus. Schaden wäre noch ziemlich geil. Oh, das ist auch gut. 2 Räume noch. Ja, gehen wir da durch. Abkürzung. Gehe ich in den Kampfraum? Fürs Book of Shadows? Nein. Wobei danach wäre es gut. Ich hab da eh so viele Herzcontainer, dass mir das nicht mehr. Das ist eigentlich eine gute Idee. Das ist eigentlich eine gute Idee. Weil ich habe mit dem nächsten Prayer Card Ding dann 11 Herzcontainer, das muss reichen.
Zack, und kaum ist hier so ein Scheiß bekackt auf ein Scheiß, da habe ich auch nur noch 3 von 6 Herzen. Und wenn ich mit 11 Herzcontainer nehme ich lieber das Buch mit, das mich 12 Sekunden unsterblich macht. Aber mit dem Damage mache ich Isaac niemals. Wirklich, das ist meines Erachtens nicht möglich. Geht weg, Maulwürfe, geht weg. Ich will nicht sterben. Ich sterbe. Nein, Bodo. Es sind eine verdammt viele Diktas. Mann, ich habe noch 2 Herzen. Und ich sehe es schon kommen, hier kommt nichts. Ich meine, ich bin in the womb. Was soll hier kommen? Keine Ahnung. Ab Womb muss man halt ein bisschen skillen. War hier nicht gerade irgendeiner, der... Das ist mein Problem. Sind das die, die so komisch schreien? Ach, die anderen Projektile mache ich auch noch zur Seite. Oh, holy shit. Nope, das war scheiße. Oh, genau falsch gemacht. Ich bin ja noch in Death 1 und der Run zieht sich auch schon wieder so krass. Nein, es droppt kein Herz. Ich weine gleich. Ich hab doch die Bibel. Bodo, nicht weinen und nicht sterben. Ja. Komm schon, bitte. Bodo, du musst dich mal zusammenreißen jetzt. Kiste und da ist ein halbes Herz drin. Das heißt nichts. Ich versuche mal einen Geheimraum zu finden. Das ist gescheitert. Oh, Monstro 2. Ah, das sollte doch nicht so schwer sein, oder? Glück ist eine Pille. Man sollte sich wahrscheinlich wieder nur unendlich lang ziehen.